Moin, meine herzallerliebsten Freunde der Medienrechtsanstalt in Hamburg und Schleswig-Holstein. Ja, heute hat er sie wie euch mal etwas zu sagen. Ihr wisst gar nicht, worum es geht, ne? Kein Problem, ich helfe euch auf die Sprünge, ja? Es handelt sich nämlich um dieses Kerlchen hier. Und heute ist das Thema tödliche Backpfeife, das heißt so ein kleines Selbstverteidigungsvideo beziehungsweise eher so ein Schlag-Tutorial, wie man mit einer Backpfeife Gefährliches anrichten kann. Ich kann ihn auch aus dem Stand machen. Zack, von hier. Das ist ja aber jetzt nicht der Setup, womit man das erlernt. Ich muss das erst, um aus dem Stand zu können, muss ich natürlich erstmal den Setup haben, den Aufbau. Wie funktioniert er eigentlich? Richtig, es handelt sich natürlich um niemand anderes als meinen YouTube-Kollegen, den Flying Uwe. Der ja jetzt sich selber auch Schleiching Uwe genannt hat, aber ich möchte gar nicht zuvor greifen, ja? So, und wenn ihr jetzt der Meinung seid, ja, und was will der Sivi jetzt von uns, was mit Flying Uwe zu tun hat, dann möchte ich euch das ganz kurz in Erinnerung rufen, ja? Schaut mal hin und vor allen Dingen, hört euch das mal ganz genau an. Was wir gerade gesendet bekommen haben. Ein Artikel von der Mopo. Schleichwerbung auf YouTube? Flying Uwe droht eine Hammerstrafe. Wird aus Flying Uwe bald Schleiching Uwe? Worum geht es da in diesem Zeitungsartikel? Zeitungs-Online-Artikel, weiß was ich was. Ihr wisst ja, mein YouTube-Kanal, des Öfteren macht ein YouTuber, so wie ich auch, Werbung auf seinem YouTube-Kanal. Auch ich, auch für meine eigenen Firmen, für Neosub, Smilo Dogs, Boots. Und mir drohen bis zu 500.000 Euro Strafe. Worum geht es jetzt hier überhaupt? Wir wurden angeschrieben von der Medienanstalt. Die Medienanstalt ist eine Anstalt, die YouTuber anschreibt. Und ja, ist eine Anstalt. Ja, auf gewisse Aktionen darauf hinweist, wie man auf YouTube Werbung zu machen hat. Habe ich mich gerade richtig ausgedrückt. Und zwar wurden wir auch angeschrieben. Erzähl doch mal, warum wurden wir angeschrieben? Ja, wir haben, beziehungsweise ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob es Ende Dezember oder Anfang Januar war. Auf jeden Fall, bevor wir nach Amerika geflogen sind, die 4 Wochen, haben wir Post bekommen von der Medienanstalt Hamburg. Habe ich bis dato das erste Mal gehört, Medienanstalt Hamburg. Ich auch, weiter? Ja, dass es halt um die Werbung auf deinem YouTube-Kanal geht. Und die wussten aber selber auch noch nicht. Dieses Schreiben war für mich nicht sehr verständlich. Daraufhin habe ich da angerufen, weil ich immer denke, reden ist besser als schreiben. Mhm. Hab mit einem guten Herrn gesprochen, der auch erstmal ganz nett war und ja, der hat mir dann erzählt, dass es da noch keine feste Regelung gibt, dass er das selber alles auch noch nicht so sagt. Ach so, aber schicken Post und wollen drauf hinweisen. Aber erst mal, wie hieß denn der gute Herr, weißt du das? Der gute Michael. Das ist der gute Michael. Das ist der gute Michael. So, Michael von der Medienanstalt hat uns kontaktiert, beziehungsweise die Medienanstalt selbst. Dann hat meine Freundin, die ist ja meine Angestellte, daraufhin einfach mal angerufen, wollte einfach mal fragen. So, und dann bekommt man als Antwort zurück, ja, wir wissen es selbst noch nicht. Ja, ich habe selbst Vorschläge gemacht, wie man es machen konnte. Ja, aber zitier mal seine Wörter bitte. Ach, das kriege ich nicht mehr zusammen. Dass sich da die Leute noch erst zusammensetzen müssen, okay, und genaue Regelungen treffen müssen, seine Worte weiß ich jetzt ganz genau natürlich nicht mehr. Aber man muss mir jetzt natürlich bis zu 500.000 Euro jetzt kurz mal aufdrücken. Aber man weiß selbst noch nicht, warum und wieso. Nee, das war ja bis dato. So, er bezieht sich hier drinnen auf Videos. Zum Beispiel heißt das Video Meine Subs, Unboxing Neo Subs Flying Uwe. Im Bildhintergrund befindet sich eine Logowand mit Emblem der Firma Smilo Dogs. Ihr könnt euch doch noch an diese Wand erinnern, wo Smilo Dogs Neo Subs Boots immer da drauf stand. Diesen Vorhang habe ich von der FIBO mitgenommen, das war zu unserem Stand und so weiter. Und ich habe sie einfach mal angetackert, weil ich sie als Deko geil fand und es sind meine Firmen. Ich stehe da zu 1000% zu. So, folgendes, das klagen sie hier schon so als Werbung an. So, ich bin großer Nintendo-Fan, Freunde. Nintendo-Lampe leuchtet rot, kann man erkennen. Man kennt ihn. Der Schleiching Uwe kassiert wieder Mille hier in der Tasche. Oh, was sehe ich denn da in der Kamera? Hier, Red Bull. Man
kennt ihn, liebe Freunde. Ah, die Mopo, das muss ich jetzt kurz mal wegscrollen, sonst kann man ja Produktplatzierung erahnen von der Mopo. Moment, zack, und so weiter und so fort. Genau, geht auch noch weiter. Außerdem sind dort einige Neosubs-Produkte aufgereiht. Ach, achso, man da, pass auf, ihr müsst euch vorstellen, Dosendeko, man kennt ihn, Schleiching-Uwe ist wieder am Start. Das könnte ja Produktplatzierung sein. So, weiter geht's. Jedes Produkt wird hinsichtlich Anwendungsgebiet, Eigenschaft und Wirkung positiv beschrieben und in die Kamera gehalten. Ja, sonst würde ich es ja nicht nehmen, man kennt das. Total verrückt, dass du die Produkte, die du selber produzierst und entwickelst und so, dass du die positiv beschreibst, Herr Schüler. Also, was ist bei dir los? Ja, du. Man kennt ihn, Schleichhube. So, man so andere Sachen, so Kleinigkeiten. Moment, wir kommen gleich. Ja, man sagt, ja, jetzt sagt ihr, ja, aber es ist ja Werbung, wenn du Werbung dafür machst. Ja, pass auf, einen Moment. So, dann haben wir auch nicht verstanden, das Video keine Kampfsportvideos mehr vom 26.09.2016. Schreibt er hier, Ihren Aussagen im Video zufolge haben Sie das Paket auf eigene Rechnung bestellt. Wenn ich ein Paket von Neosubs bekomme, sorry Freunde, Kamera ist gerade wieder ausgegangen, aber würde ich bei dem Thema auch machen. Einfach mal so ausgehen, so zwischendurch. Wenn ich ein Paket von Neosubs bekomme und das im Video zeige und öffne, ist da meine Rechnung mit bei. Das ist logisch. Aber ich sag niemals, wie dumm wäre das denn? Ihr wisst doch, dass es meine Firma ist. Ja, ich habe jetzt bei Neosubs bestellt und hier ist die Rechnung und ich bezahle jetzt die Rechnung. Oder, da ist immer ein Zettel mit bei, da stehen welche Produkte, das macht man so. Das ist der Lieferschein. Das ist der Lieferschein, genau. Und dann schreiben die hier, was haben die? Nee, du hast da gesagt, hier ist die gute Rechnung. Ja. Ja, aber nee, der Satz davor. Ihren Aussagen im Video zufolge haben sie das Paket auf eigene Rechnung bestellt. Und dann in Klammern, was du gesagt hast, hier ist die gute Rechnung. Ja. Wo sagst du denn da, du hast es auf eigene Rechnung gemacht? Stellst du dir jetzt selber eine Rechnung, oder? Ja, du Kostenschaffner. Schreib mir auch mal an. Also fassen wir mal zusammen, ja? Dadurch, dass Uwe Videos macht, wo er vorher schon sagt, dieses Video beinhaltet bezahlte Promotion, das reicht euch nicht aus, das muss oben stehen in der Videobeschreibung, am besten quer einmal über das ganze Video und so weiter. Allerdings fordert ihr ihn dann auf, nachzubessern. Ansonsten würde er eine Strafe von euch bekommen, bis zu 500.000 Euro. Ja. Und eure Grundlage, wenn ich das richtig verstanden habe, ist noch gar nicht so manifestiert und in Stein gemeißelt, weil ihr da dran noch sitzt und das Ganze noch ausarbeitet. Aber er soll denn pauschal schon mal jetzt die Unterlassung unterzeichnen oder wie auch immer. Auf jeden Fall habt ihr 8 Seiten hingeschickt zu ihm, wo ihr dann auch wirklich seine Wörter aus den Videos notiert habt. Wo er dann zum Beispiel als Geschäftsmann, als Geschäftsführer seiner eigenen Firma ein Paket ausgepackt hat, wo er sein eigenes Produkt bewirbt. Und ihr sagt, da ist denn eine Rechnung dabei. Das heißt, wir gehen dann davon mal aus, Uwe hat bei sich selber sein Produkt bestellt. Ja, das wird e-mail-technisch noch gehen. Und dann, da sowas ja nur, also Schleichwerbung, ja formaljuristisch nur in Frage kommt und überhaupt die Sprache davon ist, wenn man bezahlt wird für diese Werbung, dann müsste ja Uwe sich auch selber das Geld überwiesen haben und von sich selber sein eigenes Produkt gekauft haben. Ja, das macht durchaus sehr viel Sinn. Und da Uwe sich ja zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe, im Ausland befunden hat, nämlich in den USA, mit seiner Freundin zusammen, hatte seine Freundin, die ja so diesen ganzen schriftlichen Kram für ihn macht und sowas, ja, seine Angestellte, hat dann euch mitgeteilt, dass sie im Urlaub sind und bitte per E-Mail Kontakt aufnehmen und so. Und dann habt ihr noch ganz freundlich eine E-Mail geschrieben und habt gesagt, Mensch, hallo, na, habt ihr die mal unser Schreiben vom, was weiß ich was, jetzt im März erhalten? Wollte ich mal fragen, ob das eingegangen ist, ne? Dieses 8-seitige Abmahnungsschreiben oder wo 8 Seiten von Uwe zitiert worden sind. Das ist natürlich unheimlich freundlich, da einfach auch mal ganz höflich nachzufragen. Also das ist natürlich gang und gäbe. Keine Frage, ne? Da gibt das formal juristisch gesehen überhaupt nichts dran auszusetzen. Ja. Und die Tatsache, dass Uwe von dem laufenden Verfahren durch euch eingeleitet gegen ihn
aus der Hamburger Morgenpost erfahren hat. Stopp, ich habe Hamburger Morgenpost gesagt. Oh mein Gott, also... Liebe Medienrechtsanstalt Hamburger Schleswig-Holstein, bitte schaut einmal ganz kurz hier hin. Ja, ich möchte das nur schriftlich einmal kurz erläutern, dass wir hier über nicht bezahlte Promotion rede und irgendeinen Scheiß-Schwachsinn für euch hier hinschreiben muss, weil ihr das verlangt. Gut, also, dann haben wir ja diese formaljuristische Geschichte jetzt auch abgefrühstückt, ne? Ganz genau. Also, datenschutzrechtlich gesehen hat Uwe also aus der Hamburger Morgenpost erfahren, dass gegen ihn ermittelt wird. So, das ist sehr interessant. Naja, diese Information kann die Hamburger Morgenpost natürlich nur von euch haben. Ja, oder von der Brieftaube oder das hat irgendwie der Kobold in eurer Schreibtischschublade, wo diese Unterlagen drinne sind, den verraten. Das wird garantiert so sein, weil wenn Uwe in den USA ist und dann selber in Hamburg, ja, ist in Hamburg wohnhaft, ich weiß auch wo, wohnt nämlich da, wo ich arbeite in der Nähe, im Rettungsdienst. Ja, und ja, deswegen ist das sehr, sehr spannend, dass er aus einer lokalen Presse, also aus einer lokalen Zeitung für den Hamburger Bereich überhaupt erfährt, was Sache ist, bevor ihr ihn anschreibt. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache, die ihr bestimmt erklären könnt, oder? Wie auch immer. Genau wie Uwe bin ich auch Kampfsportler. Ja, ich habe auch den 5. Dan in einer Kampfsportart. Ich habe zwar mittlerweile hier das Ding gekriegt, ne? Rund 120 Kilo. Wobei ich dann immer sage, Uwe ist natürlich, keine Frage. Ne? Wenn man sich seine Videos anguckt, das ist ein Monster, was den Kampfsport angeht. Keine Frage. Das macht er mit Leib und Seele, genauso wie er seinen Buddy da ordentlich stehlt. Ne? Ich bin dreifacher Vater mittlerweile und ich bin mitschwanger geworden. Ne, aber ich lebe immer frei nach dem Motto, 120 Kilo sind ganz schwer von einem runterzuräumen, ja. Und ja, so eine 120 Kilo Kelle kann auch wehtun. Ja, warum sage ich euch das eigentlich? Also, wir Kampfsportler, da spreche ich jetzt einfach mal für Uwe mit, halten das eigentlich immer auf die, oder halten das immer sportlich. Das heißt, dadurch, dass ja eure ganzen Gesetzesgrundlagen, die ihr ihm da um die Ohren gehauen habt, alles noch gar nicht manifestiert ist, habe ich folgenden Vorschlag. Ich nehme meine Kamera mit, ja, und ich gebe euch 1 Minute und 30 Sekunden Sparring, ja, Vollkontakt-Sparring mit Uwe in einem Ring. So machen wir Kampfsportler das, wenn wir irgendwo etwas miteinander auszusetzen haben, machen wir es auf die sportliche Art und Weise. Na, wobei 1 Minute 30 Sekunden ist schon sehr viel. Ich gebe euch 30 Sekunden, ja. Und wie ja auch einige wissen, ich bin Ausbilder im Rettungsdienst. Das heißt, dadurch, dass ich vor Ort bin, kann ich mich dann auch gleich um eure Wunden kümmern, ne? Wenn Uwe denn mit euch fertig diskutiert hat. Ja, Freunde, was haltet ihr denn von der tollen Idee? Ja, super, ne? Ist doch klasse, oder ne? Machen wir das so. Ja, ihr könnt ja auch gerne mal Kontakt zu mir aufnehmen. Nochmal dran denken, hier nochmal der Hinweis, ja? Genau. Und ich bin mal gespannt, ob ihr jetzt meine Videos auch durchwühlt und ich auch so ein nettes Schreiben bekomme wie Uwe. Aber dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr euch alle durch meine Videos durchwühlt, könnt ihr euch ja vorstellen, was dann dabei rauskommt. Es wird auf jeden Fall sehr interessant, wenn ich dann mit dem Kamerateam bei euch aufschlage und wir das Ganze dann formal juristisch mal auseinander fummeln da. Ja? Also ich warte tatsächlich nur darauf, von euch kontaktiert zu werden. Ich nenne jetzt auch keinen Namen, was Uwe in seinem Video gemacht hat. Das ist einfach aus formaljuristischer Sicht ganz einfach, weil ich euch einfach nur sagen möchte, ihr habt einen am Arm, Mann! Seid ihr bekloppt oder was? Ihr seid auch alle nur 1,30 Meter groß, ne? Als Papa damals gesagt hat, wenn ihr mal groß seid, dann müsst ihr mal ganz schwer arbeiten und euer Hirn einschalten. Und in dem Moment habt ihr das Wachsen eingestellt, Mann! Echt, ihr seid echt dressierte Affen, die im Büro sitzen und nur so die Schreibtischschublade auf und zu machen. Echt, lasst den Jungen in Ruhe. Sag mal, seid ihr behämmert oder was? Da krieg ich so einen Blutdoktor, wenn ich sowas sehe, lese und höre. Was soll so eine Scheiße? Ihr stützt euch auf irgendwelche Gesetzesgrundlagen, die es gar nicht gibt. Ja, rasselt da mit den Ketten eine 500.000 Euro. Dann geht ihr damit an die Öffentlichkeit. Und dann auch noch auf die freundliche Tour, haben sie unser Schreiben gekriegt, noch per E-Mail schicken. Sag mal, ist euch noch zu helfen oder was? Ich dachte ja schon, dass Kommunen und Behörden nur Scheiße sind. Aber ihr übertrefft ja wirklich alles hier.
Meine Fresse nochmal, du! Regel das mal auf Uwes um eine Art und Weise! Als Kampfsportler! Oder schreib mich mal an! Ja? Vielleicht sollten Uwe und ich mal zusammen Video machen! Für über euch, ja? Und wo wir euch ansprechen! Komm mal, da fang ich gleich hier an zu spucken, du! Meine Fresse nochmal! Da krieg ich wirklich so einen Blutdruck, du! Echt? Lass uns das mal auf unsere Art und Weise regeln! Ist überhaupt kein Problem! Ladet mal Uwe und mich ein! Dann kommen wir gerne mal vorbei! Und dann kriegt ihr mal eine richtige Ansage! Meine Fresse nochmal, du! Sei doch keine Sau im Kopf mehr aus, du! Da krieg ich so einen Blutdruck, du!